Hallo, Marius Ebert hier. Ich grüße Sie. In diesem Video geht es um den Wirtschaftsfachwirt. Ich erlaube mir mal hier diese Abkürzung WFW bzw. Wirtschaftsfachwirtin natürlich. Und dieses Video ist gemeint oder zielt auf Menschen, die überlegen, ob das eine Fortbildung für sie wäre. Das heißt, das Thema heißt, welche Fächer, was lerne ich denn da? Und aus dieser Frage, welche Fächer zeige ich Ihnen, wo die Schwerpunkte liegen, welche Fähigkeiten verlangt werden. Das heißt, wir können die Frage dann indirekt beantworten, wie schwer könnte sich das dann für mich darstellen? Das ist der Sinn dieses Videos. Richtet sich also an Menschen, die vor der Entscheidung stehen, nicht Menschen, die schon Wirtschaftsfachwirt machen. Denn diese Fächer sollten Sie kennen. Also Wirtschaftsfachwirt. Der Wirtschaftsfachwirt besteht aus zwei Teilen und das sind auch separate Prüfungsteile. Einmal haben wir hier die wirtschaftsbezogene Qualifikation. Und dann haben wir zum Zweiten die handlungsspezifische Qualifikation. So, was wollen uns diese Worte sagen? Dieser Teil wirtschaftsbezogene Qualifikation zielt auf Grundlagenwissen in verschiedenen Bereichen. Genauer gesagt sind es hier vier Fächer, die wir uns genauer anschauen. Also hier Strukturzahl 4. Und die handlungsspezifische Qualifikation geht in die Details von verschiedenen Fächern, nimmt noch weitere Fächer mit auf und prüft das Ganze anhand einer Situationsaufgabe oder an Situationsaufgaben. Und hier sind es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Fächer, also Strukturzahl 5. Und in diesem Video kümmern wir uns zunächst einmal ausschließlich um diesen wirtschaftsbezogenen Teil, denn der ist auch die Voraussetzung für den handlungsspezifischen Teil. Also das ist sozusagen der erste Schritt, das ist der zweite Schritt und wenn man den ersten Schritt erfolgreich absolviert hat, dann kann man diesen Weg gehen zum zweiten Schritt. Wir kümmern uns also um die wirtschaftsbezogene Qualifikation des Wirtschaftsfachwirts. Also WFW, Wirtschaftsfachwirtin, wirtschaftsbezogene Qualifikation. Und ich hatte schon verraten, Strukturzahl 4, 1, 2, 3, 4 Fächer. Strukturzahl 4. Soll eine 4 sein hier. Na, vielleicht gelingt mir das noch. Strukturzahl 4. So, was sind diese vier Fächer? Da ist einmal VWL, ist die Abkürzung für Volkswirtschaftslehre, BWL, Betriebswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre. Dann ist da Rechnungswesen. Dann ist da Recht und Steuern als ein Fach zusammengefasst, also wird in einer Prüfung geprüft. Und dann ist da Unternehmensführung. Das sind die vier Fächer. Und im nächsten Video, also in Teil 2 dieser Serie, werde ich auf die einzelnen Fächer eingehen und erklären, wo da die Schwerpunkte sind, ob das eher ein quantitatives Fach ist, also ein Rechenfach, ob es eher ein Laberfach ist, welche grundsätzlichen Fähigkeiten hier verlangt werden in den verschiedenen Fächern. Das ist also zunächst mal der Überblick in Teil 1 und in Teil 2 geht es dann weiter. Sie sollten sich das entsprechende PDF besorgen. Ich habe ein PDF für Sie vorbereitet. Wenn Sie also unter dem Video, wenn hier das Video ist, dann gibt es unter dem Video hier an dieser Stelle einen Link. Zumindest bei YouTube ist das sauber so gehalten. Bei anderen Plattformen ist es eben nicht so. Deswegen erkläre ich das hier immer. Ja, nicht, weil ich Sie für zu bescheuert halte, auf einen Link zu klicken, sondern weil das bei anderen Plattformen, wo diese Videos auch laufen, durchaus nicht so sauber ist. Sie klicken bitte auf diesen Link und dann tragen Sie, nachdem Sie geklickt haben, Ihre E-Mail rechts ein, damit ich Ihnen dieses PDF
schicken kann. Da ist das, was ich jetzt hier sage und noch einiges mehr, noch einmal zusammengefasst. Und das ist der erste Schritt. Sie brauchen dieses PDF sowieso. Ja, wenn Sie in die Richtung Wirtschaftsfachwirtin gehen wollen, brauchen Sie es, also besorgen Sie es, dann haben Sie schon mal einen Schritt gemacht. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.